Never ever habe ich über dieses Thema gesprochen. Ich bin in so relativ vielen alternativen Gothic Music Magazines gefeatured. Als Latex-Model, als Alternativmodel. Ich weiß gar nicht, wie ich zu diesem Glück gekommen bin, dass ich da reingerutscht bin. Weil Gothic und alles Mögliche ist bei mir halt immer sehr viel mit Ästhetik verbunden, sehr viel mit dem Lifestyle, mit allem drum und dran. Es wundert mich noch heute, wie ich vor allem in diese Musikrichtung. Ich meine, hätten mich Labels gebucht als irgendetwas, als Produktmodel oder so, wäre ich total fein damit gewesen. Ne? Das ist ja alles nicht dieses Ding irgendwie. Eine Corsage, ein Korsett, Styling oder so, gar nicht. Musik. Es ist wie, als hätten sie eine innere Erleuchtung oder als könnten sie hell sehen. Ne? Ich war halt wirklich, oh, das war 96 oder so, 97. Devastated Susie. Hatte da halt ihre erste Gitarrenerfahrung. Also nicht mal Gitarrenerfahrung, ich selber habe halt auch ein bisschen geklampft, aber Gitarrenerfahrung eher so in, ja, man hatte halt so eine Messed-up-Relationship, ist ein halbes Jahr zusammen, ein halbes Jahr weg, fährt man ein halbes Jahr in den Urlaub, betrinkt sich zusammen, hat sehr, sehr komische Nächte zusammen, ist Backstage-Huhn bei Auftritten, und seitdem habe ich so eine Art Plektrumphobie. Es ist wirklich krass und Leute wundern sich auch, woher diese Narbe kommt, die ich da am Arm habe. Da gibt es eine ganz einfache Geschichte dazu. Break-up, total devastated, ich mich betrunken, laufe mit dem Cocktailglas völlig verpeilt an der Wand. Das Eimer, bin völlig kirre. Lauf weiter nach Hause, habe irgendwo ein Blackout, finde mich in den Rosenbusch wieder und habe sehr, sehr viele Blessuren, als ich aus meinem Alkoholtraumata wieder aufgewacht bin. Und unter anderem resultiert davon diese Narbe, die ich da am Arm habe, weil sich das entzündet. Das sieht aus, als hätte ich mich geritzt und geschlitzt, als wäre ich ein Borderline, bin ich aber nicht. Aber ich habe mich schön klassisch, wie es sich gehört, abgeschossen. Ich habe mich so richtig schön abgeschossen. Und naja, wie sagt man so schön, der Versöhnungsex und man kommt ein halbes Jahr später wieder zusammen. Ließ nicht lange auf sich warten. Und das Ganze ging so bis 1999. Und fiel auch so richtig gut in meine Abi-Zeit mit rein. Aber das war keine Kopfmusik oder so. Das war so Funk-Pop. Das war so Funk-Pop und alles Mögliche. Und hey, oh, was sind wir heute gut drauf? So mit Rotwein, Baguette. Das eine Zigarettchen hier, das andere da. Ein bisschen Love Parade. Ein paar Kekse für den Datenschutz gegessen und so. Deswegen, als hätte die Gothic Community so eine leise Vorahnung oder so. Also irgendwie würde es unsere Community gut tun, diesen weiblichen Hasen, der sich Susan Wayland nennt, in unserem Magazin mit einzubauen und eine Familie mit einzubauen. Also wie ich da direkt reingerutscht bin, habe ich keine Ahnung. Und ich selber, wenn immer so Sachen kommen, ich war noch nie in einer Relationship mit einem Elektro-Darkwave-Goffer. Oder so etwas. Oder wie immer sich das nennt. Ich unterscheide da nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich sehe halt bloß die rasierten Schädel. Und ein bisschen sehen sie aus, so wie mein kleines Löwenkopfkaninchen, wenn er eine kleine Mähne hat. Aber an sich so gar nicht. Also deswegen bin ich immer sehr, sehr positiv oder auch negativ und schockierend überrascht, wenn ich so ein bisschen stalke, so ein bisschen google, weil das darf ich ja. Ich bin ja so Zillow, Darks bei Gothic Magazine und so bin ich ja gefeatured als Model. Wenn ich ja mal so gucke, was da so los ist in der Musikindustrie und so. Das ist wirklich spannend. Und ich habe manchmal schon gedacht, ich habe einen kleinen Dachschaden oder ich habe ein Messed-up-Leben und Messed-up-Relationships. Aber das ist schön, dass es immer noch Leute gibt, die zum bestimmten Zeitpunkt im Leben devastateder sind oder in einen schrecklicheren Kind of State Art Mood, was auch immer sind als ich. Ich habe schon immer gedacht, ich bin's Ende der Infektionskette sozusagen und ich bin die Spitze des Eisbergs. Aber gut zu wissen, dass es nicht so ist. Also es ist wirklich. Ich sage nur, tief durchatmen, gesund essen, einen Haushalt in Ordnung bringen oder so. Und irgendwelche Breakups mit irgendwelchen Musikern, die so über Jahre so, man findet sich wieder, man versöhnt sich. Ja, was passiert, wenn man sich versöhnt? Dann hat man wieder ein Breakup. Da gibt es Tränen, da gibt es Schreie, da gibt es, da knallt es in der Wohnung. Alles, was dazugehört, wenn zwei emotionale Sternzeichen aufeinandertreffen. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen und mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, das ist das Messed-up-Video oder das Ehrlichste, was ihr von mir bekommen könnt, wenn es darum geht. Und warum ich gewisse Musik höre, warum ich die nicht höre, weiß ich nicht. Aber das geht bei mir seit 1996 ungefähr so.
Partyhuhn. Ich habe auch das Talent, ich stolpere über irgendwelche Musiker, die noch nicht so bekannt sind. Zum Beispiel jedes Jahr, nein, nicht jedes Jahr, aber in Intervall von bestimmten Jahren, stolpere ich auf so eine Musikband, die von Estonia kommt. Die hat so ganz große Booklet mit Illuminati und Illuminium und so. Und interessanterweise, ich kann total verkleidet sein, ich kann casual unterwegs sein. Die sprechen mich bei ihren Straßenverkäufen, wenn sie CDs verticken, für frei übrigens. So Booklet-CDs, so sehr, sehr schön aufgemacht. Die verticken die für frei, die sprechen halt Leute auf der Straße an. Die erkennen mich, selbst wenn ich inkognito bin, als Barbie oder was auch immer. Die erkennen mich auch total crazy hergemacht, was weiß ich, verkleidet von oben bis unten mit Kontaktlinsen auf dem WGT. Eine dieselbe Band hat sich dann umbenannt, war dann eine andere Band. Aber die Leute, die die Straßen-CDs verticken, sind halt irgendwie so die gleichen, die erkennen mich. Es ist lustig, es ist wirklich spannend, lustig zu sehen. Ich habe wahrscheinlich eine Laterne oder ein Schild bei mir, das einerseits einmal sagt, ey, du bist ein Hase oder du bist eine Schlampe. Auf der anderen Seite sagst du wahrscheinlich, sprich mich an, sprich mich an. Es kann sein, dass ich dir helfen kann. Das reimt sich sogar. Sprich mich an, es kann sein, dass ich dir helfen kann. Es ist wirklich, es ist spannend. Was sonst so, es ist immer noch so, ich halte mich von Radio Energy sehr, sehr fern und so von anderen Sachen halt auch. Aber ich kenne halt so, ich habe halt so meine Kontakte, das vergessen halt sehr, sehr viele. Ich habe halt auch so meine uralt Kontakte, nicht nur die Kontakte, als ich 2000 dann in das heilige Niedersachsen nach Westdeutschland gezogen bin. Ich habe halt auch so meine anderen Kontakte hier noch. In Leipzig, so mein Leben ging hier bis 1999, 2000 so. Und da war ich echt ein Partyhuhn. Ich habe relativ viele Partys mitgenommen, gute sowie schlechte Partys. Und ich habe halt Sachen gemacht, die sollte man nicht machen. Und ja, ich kenne auch Leute, die beim MDR arbeiten. Und ja, ich kenne auch Leute, die bei Eventim die Tickets verkauft haben. Es ist schön, wie das eine auf der anderen Seite sich auszahlt oder umgedreht. Und ja, so einige Partys ist halt so. Ich sag's immer so, wenn man zum Beispiel in der MB Party macht, in der Moritzpastei, und das ist der ultimative Alkoholtest bei uns Mädels immer gewesen. Irgendwann kriegt man nicht mehr mit, was für ein Alkohollevel man hat. Die Leute sind gut, die Musik ist gut, so irgendwie, die Stimmung ist gut, noch ein Drink, noch ein Drink. Einfach auf die Toilette gehen, dort, wo es ruhig ist. Sollte sich ab einem gewissen Zeitpunkt die Bartür bewegen, ein Eigenleben entwickeln oder man schleierhaft sehen, wenn man die Schrift liest oder was so auf Toilettenpartitüren geschrieben ist, irgendwie ein Herzchen mit irgendetwas. Oder sollte wirklich die Badtür, die Toilettentür sich anfangen mit Tränen oder man ist nicht mehr in der Lage, das Schloss zu schließen und wieder aufzumachen, sollte man die Finger vom Alkohol lassen. Weil dieses Drehen, das kann sein, dass es das Minimum gerade ist. Es kann aber auch, also dass es das Minimum ist, dass da das Drehdings gerade erst anfängt. Das heißt, dass es dann so richtig fies abstürzt. Oder es kann auch sein, dass das das Ende ist vom Drehen. Ich weiß es halt nicht. Also es ist halt immer so, dieses Zeichen regelmäßig bitte auf Toilette gehen. Die Toilette ist übrigens der Secret Place der Mädels. Also wer sich da irgendwie als Mann versucht reinzuschleichen, no go, da kommt er nicht rein. Aber dieser Toilettentest mit der Tür ist der ultimative Test. So viel dazu. Oh, und die Stufen bitte beachten. Also ich als Nicht-Brillenträger, ich bin ja Kontaktlinsenträger, ich muss ja sagen, jedes Mal, wenn ich eine Brille aufsetze, ich fliege erstmal hochgradig die Treppen runter, weil ich die Distanz nicht mehr abschätzen kann. Das heißt, die Treppenstufen verlieren ihre Distanz und ich sehe dann nur noch eine Rolltreppe, also eine Rolltreppe an sich, ne? Eine Rolltreppe ohne Stufen, so wenn die Stufen eingeklappt sind. Deswegen, ich bin halt mehr der Kontaktlinsenträger. Und deswegen bitte, wenn ihr betrunken seid oder leicht lalala, die Stufen bitte beachten, am Geländer festhalten. Passt auf, dass euch jemand nach Hause bringt, am besten noch vor der Wohnungstür oder vor der Haustür. Wenn ihr das nicht habt, achtet bitte darauf, dass ihr zu jeder Zeit Kontakt zu eurem Telefon habt. Und zu viel Party ist irgendwann nicht gut, weil sowas wie schwarze Löcher und Blackouts, dass man sich devastated in einem Rosenbusch, also ohne Scheiß, wiederfindet, nachdem man so einige Sachen partymäßig verarbeitet hat, gibt es. Bin ich das beste Beispiel dafür, so nochmal als Erklärung, weil so einige fragen, warum hast du denn so viele Rosentattoos? So irgendwie hat das denn nicht wehgetan, auf dem Knochen zu tätowieren oder so? Ja, teilweise schon, aber wenn du so halb betrunken in den Rosenbusch fällst und Blackout hast und nicht mehr weißt, was passiert ist, das tut noch mehr weh. So, das war jetzt die Eingebung. Ich höre jetzt weiter Musik und kümmere mich weiter um den Haushalt. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag.